Ja, hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und heute will ich euch zeigen, einen Anschlagschaft der Firma Donaustahl und zwar den Odin 2. Der einer, der mich kennt und mit dem ich schon über Anschlagschäfte gesprochen habe, der wird wissen, da stelle ich mal ein paar Fragen dazu. Und eine Sache, die mich bei Anschlagschäften tatsächlich bisher immer gestört hat, ist, ja, der schafft es für eine Waffe. Und das ist tatsächlich bei diesem Odin 2 ganz, ganz anders. Und das will ich euch zeigen. Und ich will euch mal zeigen, was mir persönlich wirklich gut an diesem Schaft gefällt. Aber schauen wir uns einfach den Schaft mal gemeinsam an. Ja, im Karton war der Odin Anschlagschaft, den Griff von Hera, den habe ich bereits aus der Verpackung genommen und die Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung einfach gehalten, aber gut bebildert, alles schön erklärt. Kann man sich auch runterladen im Internet. Tatsächlich alles, was man wissen muss, dabei. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das Ganze hier ist gar kein Hexenwerk. Ja, zum Odin 2, dem Anschlagschaft. So ein paar technische Daten zum Schaft. Der hier ist mit Klappschaft. Den gibt es auch mit Festschaft. Wenn ich den so einklappe, dann hat er Länge von 407 mm. Wenn ich ihn ausklappe und den Schaft ganz einfahre, so wie jetzt ist, dann bin ich bei 112 mm. Und die Breite hier des Schaftes sind 72,5 mm. Und für die, die es wichtig ist, wenn sie einen Koffer packen wollen, wie auch immer, wenn ich ihn so zusammengeklappt habe, ist er 79,5 mm breit. Der Schaft hier mit Klappmodul wiegt 680 Gramm ohne Schulterstütze und Vordergriff. Und wenn ihr so einen Schaft habt ohne Klappmodul, dann wiegt er ohne Schulterstütze und Vordergriff nur noch 530 Gramm. Material hier ist Aluminium. Hier vorne ist Aluminium, der Kompensator, dann haben wir Stahl und natürlich Polyamid. Was auffällt und was mir gleich auffällt, das Klappen hier funktioniert super einfach. Manchmal bei anderen Herstellern ist es sehr, sehr fest. Hier, zack, ganz einfaches Klappen. Die Schulterstütze sitzt hier auch sehr, sehr super fest. Ansonsten tatsächlich einfach aufgebaut. Picatinny hier unten, da machen wir gleich den Griff hier von Hera dran. Hier oben bauen wir uns eine Optik drauf. Und zwar, ich habe mich entschieden hier für das Holosun 509 mit grünem Absehen, weil mir es wirklich gut gefällt. Und ich hoffe und glaube, das passt gut zum Schaft. Also, dann montieren wir es mal Vordergriff schnell und die Optik. Und dann habe ich mal drei Waffen mitgebracht, die wir einsetzen wollen: meine CZ Orange, eine Heckler & Koch SFP 9L und eine Walther PDP. Was ihr braucht, was nicht dabei ist, Imbusschlüssel, aber das sollte überall in jedem Haushalt vorrätig sein, hätte ich fast gesagt. So, ich mache mir extra schön weit vorne dran den Griff zum Greifen. Nachher hoffe ich, dass sich das einfach besser greift. Im Griff hier von Hera, hier unten, seht ihr das? Können auch irgendwas reinpacken, keine Ahnung, Werkzeug, Batterien, Tuch, was weiß ich. Als Optik habe ich mich entschieden für das Holosun 509T in Grün. Grün, weil es mir gefällt, weil es mir optisch gut gefällt und weil ich hoffe, dass die Optik auch schön zum Anschlagschaft passt. So, zur Montage des Holosuns hier auf Picatinny benötigen wir noch so einen Adapter. Den haben wir hier. Die Adapter, muss man ehrlicherweise sagen, die sind nicht ganz billig, aber geht halt nicht anders. So, wenn ihr das habt, seht ihr es hier. So reinklacken, rüberziehen und reindrücken. So, also super einfach. Jetzt setzen wir es einfach mal hier vorne drauf. So, jetzt muss noch die Batterie rein. Also es lebt. Also Optik geht schon mal. Jetzt wollen wir Waffe einsetzen. Und das ist tatsächlich kein Hexenwerk. Wir fangen mal mit der CZ an. Zuerst muss man den Mündungsfeuerdämpfer von uns so ein bisschen lösen, damit er genügend Abstand zur Waffe reinkriegt, damit er nichts anschlägt, nichts zerkratzt oder so. Ist schon ganz vorne. So, jetzt hier die Schraube lösen. Abdrehen.
rausziehen. Diese beiden Backen leicht auseinanderziehen. Und jetzt können wir die Waffe ganz einfach in die Picatinny-Schiene hier unten einsetzen. Einmal ein Tutti, schön rein. Jetzt müssen wir diesen Picatinny-Stift, so heißt er, Bedienungsleitung, wieder einsetzen. Und machen wir drei Möglichkeiten, drei Positionen, damit ich die Waffe möglichst weit reinbekomme. Das ist zumindest mein Ziel, damit sie schön viel Anlagefläche hat. Wir müssen dann gleich festmachen. Jetzt können wir den Kompensator noch anpassen, reinschieben, wenn wir das wollen. So wie wir das möchten, wie es gut passt. Auch schön festmachen. Und wenn wir das haben, ist unsere Waffe schon einsatzbereit. Und er ging bombenschnell, sitzt bombenfest hier. Hier wackelt gar nichts. Die Waffe, wie gesagt, schön tief reingesetzt. Passt einmal frei. Ja. Was wir hier natürlich haben, was immer wichtig ist, Bedienelemente. Bedienelemente kommen hier super ran. Seht ihr, Verschluss nach hinten, arretieren. Verschluss Fanghebel kommen hier super ran. Ganz klar, weil es hier an der Seite offen ist. Hier kann ich tatsächlich meinen Finger noch schön draußen dran legen. Finger lang, aus dem Abzug raus. Funktioniert, passt alles klasse. Ich kann sogar entspannen in den Haaren. Was wir nun mal Spaß machen ist, die CZ raus aus dem Schaft und die Heckler Koch mal rein, um mal zu schauen, wie lange das dauert, wie lange ich dafür brauche. So, wir lassen hier mal meine Uhr hier mitlaufen. Also knapp über 2 Minuten, 2 Minuten 5 Sekunden, liegt auch ein bisschen daran, weil ich, wie gesehen habt, ein bisschen mich verhadelt hatte, ein bisschen, ja, nicht ganz aufgepasst, weil es auch schwierig zu sehen war, als Ausrede für mich. Aber auch jetzt wieder, sitzt bombenfest hier drinne die Waffe. Bedienelemente gar kein Problem. Was ich jetzt nicht bedienen kann, natürlich, Bedienelemente hier bei der Heckler & Koch, seht ihr, Verschluss Fanghebel von der rechten Seite, funktioniert einfach nicht. Aber nicht schlimm, finde ich. Ja, wenn ich jetzt Linkshänder wäre, kommt genauso gut hin, gell? Verschlussfanghebel kann ich auch mit links bedienen. Einfach nur eine Übungssache. Ja, oder kann ich auch den Verschluss hier hinten anfassen und nach vorne schnellen lassen. Also dorthin, für den Rechtshänder natürlich praktischer. Aber irgendwo muss natürlich eine Schiene hin, ganz klar. Ja, weil ich das hier so ein bisschen verdrückt habe, machen wir jetzt nochmal eine Walther PDP rein. Kaliber 9mm, auch eine sehr schöne Waffe, wie ich finde. Ja. Und das machen wir jetzt einfach mal, um zu zeigen, dass es tatsächlich noch schneller geht, wenn man nicht so bummelt, wie ich das gerade gemacht habe. So, Zeit läuft. Was ich natürlich vorhin nicht gemacht habe, ist den Kompensator hier vorne gelöst und nach vorne gezogen. Weil ich das tatsächlich für nicht so wichtig erachtet habe, weil ich schon ganz weit vorne hatte. Und mir gedacht habe, das passt schon und hat ja auch gut gepasst. So, den Kompensator, ich würde ihn so lassen. Und Zeit. Ja, ein bisschen gebummelt habe ich noch. 1 Minute 35, aber finde ich auch noch okay. Ist ja auch kein Wettbewerb, aber um zu zeigen, wie schnell das geht. So, jetzt machen wir es noch ordentlich fest nochmal, nochmal drehen, dass alles wirklich passt. So. Und jetzt wunderbar fest. So. Und was auffällt, wenn ihr jetzt so schaut, und das ist das, was mir gefällt. Also was mir wirklich gefällt, ist diese Modularität tatsächlich. Eine Waffe mit einer Picatinny-Schiene unten passt rein. Habt ihr gesehen, Funst. Hält auch fest, wackelt nichts.
Was die ganzen Anschlagschäfte auch haben und was hier ein bisschen besser ist, weil es ein bisschen länger ist, ist vorne dieser Kompensator. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier quasi drüber und quasi in den Lauf, in die Schusslinie reinfasst, gibt es einfach nicht. Ne? Könnt ihr schön ordentlich fassen. Das gefällt mir gut. Und was mir wirklich gut gefällt, ist, neben der Modularität ist, ich hoffe, man kann das hier erkennen, ihr könnt hier auch mit Kimme Korn schießen. Ne? Wenn ihr nicht mit Optik gleich schießen wollt, kohletechnisch oder warum auch immer, dann könnt ihr auch mit Kimme Korn schießen oder beides nutzen oder im Wechsel oder wie ihr das auch immer wollt. Und das muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Die zwei Sachen. Erstens die verschiedenen Waffen, die reinpassen. Ja, ganz klar. Und tatsächlich auch, dass ihr mit Kimme Korn schießen könnt. Wenn ihr sagt zum Beispiel Kohle für Optik erstmal nicht. Oder ich möchte beides nutzen oder ich möchte tatsächlich nur Kimme Korn schießen. Was natürlich auch Vorteil hat, Kimme Korn schießen. Ne? Baut eine andere Waffe rein. Kimme Korn funktioniert. Wenn die angeschossen ist, das läuft. Ne? Also ich finde es wirklich ein ganz tolles System, dieses Odin 2-System. Am Ende tatsächlich alles Geschmackssache, vieles eine Glaubensfrage. Aber wenn Anschlag schafft, dann würde ich tatsächlich über diesen hier mehr als nur nachdenken. Ja, hier haben wir nochmal unseren Odin 2, hier mit einem Holosun 509 mit grünem Absehen. Mir gefällt das Ganze so ganz gut als Kombination, auch mal so ein bisschen von der Seite. Man kann hier schön fassen, durch diesen Mündungsfeuerdämpfer hier, kann man auch nicht reinfassen in die Schusslinie. Ich kann hier quasi die Optik benutzen. Da kann ich hier nicht mit meiner, kann ich keine Wangenauflage nutzen, wie ihr sehen könnt. Wenn man das möchte, muss ich vielleicht einen anderen Schaft dran machen oder eine Wangenerhöhung. Aber ich könnte die auch tatsächlich sehr, sehr angehen, und das gefällt mir wirklich gut, über den Kimme Korn hier noch visieren. Die Bedienelemente hat man gesagt, kommt man super ran. Das passt einwandfrei. Man kann hier schön über das Visier, aber auch über Kimme Korn zielen. Eine schöne Geschichte, der Odin 2. Also, wie gesagt, die zwei Sachen, die mir gut gefallen, ist, dass ich beides nutzen kann, mechanische und optische Visierung, und tatsächlich, dass ich verschiedenste Waffen einsetzen kann. Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr Odin 2, aber auch die dazugehörigen Waffen bei uns über den Waffenhandel Becker mit entsprechender Erwerbsberechtigung erwerben. Wenn ihr wissen wollt, wie es zu schießen, hier mit so einem Anschlagschaft, mit einer Pistole, einem Gewehr oder whatever, dann empfehle ich tatsächlich Schnupperschießen bei uns über die Schießschule Becker. Und für alle angehenden Sportschützen unter euch, denen noch die Waffensachkunde fehlt, würde mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Kurs bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.